Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt los und fahren weiter. Wir waren drei Tage. Ja, wir waren 3 Tage in Škoda. Škoda, aber kann ich jetzt anders ausgesprochen. Und haben wirklich unglaublich viele tolle Erlebnisse gehabt. Und es ist jetzt an der Zeit weiterzureisen, denn wir wollen natürlich noch mehr von Albanien sehen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach... Ulca. Ich hoffe, das wird auch genauso deutsch ausgesprochen, wie ich das jetzt ausspreche. Und sind dort auch nicht am Meer, sondern auch wieder an dem See und gucken uns dann dort einfach mal die Gegend an. Ist ja wieder dieser Moment, wo ich bereue, dass ich nicht diese Kamera bei hatte. Wir waren gerade was essen und er sagte zu uns, dass er kein Fleisch und kein Fisch hat. Und da haben wir gesagt, okay, mach einfach, was du meinst. Und wir haben gerade das geilste Essen überhaupt bekommen. Da waren verschiedene Kuchen bei, Käsekuchen, aber jetzt nicht süße Käsekuchen, sondern herzhafte und verschiedene Käsesorten. Gemüsekuchen war dabei, Dips und das war Gemüse, das war so lecker. Also einfach mal drauf einlassen. Ich glaube, der Großteil hätte dann gesagt, so, okay, dann fahren wir weiter. Aber man muss sich auf sowas einfach mal einlassen, wirklich. Gestern Mittag sind wir hier angekommen und ich musste unbedingt diese wunderschöne Aussicht hier aufnehmen. Und dabei kam der Tonbesitzer, der Restaurantbesitzer hier vorbei und meinte, ob wir nicht heute Nacht einfach mal stehen wollen, übernachten wollen, vielleicht was trinken. Und ja, wir sofort zugestimmt, klar, wieso nicht, die wunderschöne Aussicht. Ich bin runtergefahren und ich habe gedacht, mit mir sticht der Schlag, was für eine Aussicht. Also Dank dafür haben wir ihm die Drohnenaufnahmen von seinem Restaurant zur Verfügung gestellt und er durfte sie natürlich auch in seinem Instagram-Account publizieren, posten. Thank you.
Riss am Wasser. Das Wasser hat mich entlang. Ich könnte mich so ganz einfach hinlegen und schlafen. Das. Da bist du eine Sekunde am Wasser und dann wird aufgetischt. Geil. Nein! Gib ihm doch den grünen Vorhang. Nein! Gleich, wir dürfen sehen. Das passiert tagtäglich. Isabella, gib ihm den grünen Vorhang. Also vor circa 2 Stunden war hier ein ganz leichter Bach. Hier ist plötzlich die Strömung sehr extrem hoch geworden. Das beste Beispiel, der Baum war frei stehen. Da waren keine Steine. Jetzt ist der Baum locker 1 Meter unter Wasser. Also ein Traum für Angler und ein Traum zu schwimmen. Da oben ist eine richtig schöne Badestelle. Die Nacht jetzt hier verbracht und das ist so eine Art Restaurant, die haben einfach einen kleinen Campingplatz dazu gemacht und da kannst du für 5 Euro die Nacht übernachten. Jetzt haben wir gestern natürlich mal wieder unser Angelglück probiert und waren auch sehr erfolgreich. Wir haben keinen Fisch geangelt, mussten aber auch keinmal ins Wasser, also es ist für uns tatsächlich schon ein Erfolg. Und dann wachen wir heute Morgen auf und sehen diese Frechheit. Da ist ein Angler und der holt echt alle paar Minuten hier was raus. Auf jeden Fall haben wir dann geschaut, mit was er angelt. Und der junge Mann hat mir die Maden gezeigt. Kolja. Angelt mit Maden. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir müssen Maden züchten. Warum kaufen wir nicht einfach? Weil du im Bali Maden kannst. Ganz genau, weil wir kriegen die nicht in Albanien gekauft. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas vergammeln lassen. Oder wir suchen irgendwas Vergammeltes. Und werden uns Maden heranzüchten. Das wird mal super ekelhaft. Aber wir müssen es tun, weil sonst werden wir niemals was fangen. Noah, Kolja. Noah, hör auf die Katze. Ja, der ist ja da. Also bei uns, vor unserem Platz stehen 2 Angler und ich würde denen gleich ein bisschen Angelmaterial schenken, weil die hier einfach in Albanien kaum was haben. Also bei denen kannst du kaum was zum Angeln kaufen.